Wintermond aus dem Kapitel Lockruf. Soweit sie die Erinnerung trug, hatte Meta den Taxifahrer in Davids Stadtviertel gelotst. Auf gut Glück stieg sie schließlich an einer großen Kreuzung aus. Sie blieb mitten auf dem Gehweg stehen, die Hände in den Taschen vergraben und sah sich um. In ihrem Rücken befand sich einer dieser anonymen 24-Stunden-Supermärkte. Immer wieder kam jemand mit Tüten beladen durch die Schiebetür, doch für einen Samstagvormittag war es ruhig. Niemand schlenderte den Gehweg entlang, genauso wenig wie spielende Kinder oder Jugendliche gab, die beisammen hockten und sich unterhielten. Warum sie all das vermisste, wusste Meta selber nicht. In dieser Stadt gingen die Leute stets ihren Aufgaben nach. Und wer sich keinen Wagen leisten konnte, sah für gewöhnlich zu, dass er rasch eine der U-Bahn-Stationen erreichte. Denn hier, in dieser Stadt, ging niemand gern zu Fuß. Mit einem Mal beschlich Meta die wahnwitzige Vorstellung, dass die Menschen das Straßengeflecht mit der freien Wildbahn verwechselten. Ja, dass sie sich auf offener Straße wie leicht zu schlagende Opfer vorkamen. Es lag an diesem seltsamen Gefühl, wenn man die menschenleeren Straßen entlang ging, als würde etwas in den Türeingängen und Hinterhöfen lauern und seine Möglichkeiten abwägen. Alte Instinkte, sagte Meta sich. Da leben wir inmitten einer nicht enden wollenden Großstadt und glauben uns immer noch in der Wildnis. Während Meta den Gürtel ihres Trenchcoates enger knotete, dachte sie darüber nach, dass sie die allgegenwärtige Angst zwar wahrnahm, sie aber nicht teilte. Es hatte ihr noch nie etwas ausgemacht, im schwächer werdenden Licht durch die Gassen zu gehen, in denen mehr Schatten hausten als sonst wo. Trotzdem hatte sie sich irgendwann entschieden, sich den Ängsten der anderen anzupassen. Mit einem leicht verrutschten Lächeln begann Meta ihren Spaziergang durch die Straßen. Alles gleichbleibende Mietshäuser. Selbst wenn sie an Davids Tür vorbeigehen sollte, würde sie sie wahrscheinlich nicht bemerken. Was sie hier trieb, war absurd. Bestenfalls würde sich dieser kleine Ausflug als Heilmittel für ihr Zwangsverhalten erweisen. Am Montag würde sie ihren ganzen Mut zusammennehmen und Rachel davon erzählen. Ihre Freundin würde sie verstehen, ihr aber zugleich bestätigen, dass David verloren war, wenn er nicht von selbst wieder auftauchte. Vielleicht würde Rachel sogar sagen, dass es an der Zeit war, dieses Hirngespinst aufzugeben. Der Wind hatte etwas aufgefrischt und trieb die regenschweren Wolken über den Himmel. Metas nackte Beine waren mittlerweile mit einer Gänsehaut überzogen und sie raffte den Kragen des Trenchcoats zusammen. Erneut rutschte der Gurt ihrer Handtasche von der Schulter und ihr Gewicht baumelte schwer in der Armbeuge. Meta blieb stehen. Auf der gegenüberliegenden Straße tauchte ein Taxi auf, aber es fuhr an ihr vorbei, ohne dass Meta den Arm hob. Leise verfluchte sie sich selbst. Dieses Drama würde jetzt aufhören. Sofort, schwor sie sich. Entschlossen drehte sie sich um und lief gegen eine Lederjacke. Bevor Meta die Augen anheben konnte, hatte ihr der Duft schon verraten, wer dort vor ihr stand. David. Ohne sich dagegen wehren zu können, strahlte Meta den Mann vor sich glücklich an. David trat einen Schritt zurück und musterte sie verhalten. Seitlich von seinem Kinn leuchtete eine halbmondförmige, grellrote Wunde auf. Kein Lächeln, stellte Meta enttäuscht fest, nein, David sah gar nicht so aus, als könnte er diesem Zufallstreffen etwas abgewinnen. Er wirkte angespannt, fast ein wenig verärgert. Wer hätte das gedacht? Setzte Meta ein und wusste dann nicht, wie es weitergehen sollte. David verschränkte die Arme vor der Brust.
Ja, sowas, sagte er gedehnt und blickte ausweichend nach unten. Hattest du hier in der Gegend zu tun? Was für eine idiotische Frage, schalt sich Meta in dem Moment, als die Worte draußen waren. Etwas in der Art. David wischte sich mit der Hand über den Mund, die Augen immer noch gesenkt. Das hier ist mein Revier, sagte er und blickte endlich auf.